Dank, Herr Präsident, werte Frau Rechnungshofpräsidentin. Erste Rednerin ist schon am Wort und es ist dies Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ. Die Betreuungsverhältnisse, wir wissen das alle, sind ein wesentlicher Faktor für gutes Studieren und gerade die Erreichbarkeit von Professorinnen und Professoren bei Lehrveranstaltungen, bei Informationen, Fragen zum Studiengang oder auch bei Fragen zur Abschlussarbeit selber, das ist extrem essentiell. Und dass das Betreuungsverhältnis oftmals besser werden muss, ich glaube, das ist auch etwas, was uns in diesem Haus auch durchaus eint. Die Frage ist nur, wo man ansetzt. Und einerseits wäre natürlich eine Möglichkeit, finanziert man mehr Personal, finanziert man mehr Professuren, gibt es mehr Geld für Österreichs Hochschulen. Und uns war das schon bereits 2017 ein sehr großes Anliegen, weshalb wir damals auch einen Antrag eingebracht haben, der in diesem Haus eine Mehrheit fand, leider ohne die Stimmen der ÖVP. Und dieser Antrag auf Erhöhung der Leistungsvereinbarungen an Österreichs Hochschulen wird nun auch sukzessive umgesetzt und das ist durchaus auch ein positiver Punkt. Und ja, die Zugangsregelungen, und das hat auch der Rechnungshof festgestellt, haben die Betreuungsverhältnisse bei den Studierenden, wo diese Zugangsbeschränkungen eingeführt worden sind, auch verbessert. Die Frage ist nur eben, zu welchem Preis? Und unserer Meinung nach darf soziale Selektion nie ein Kriterium sein, ob ich ein Studium nun aufnehme oder nicht. Soziale Selektion darf nie ein Kriterium sein, um einen Zutritt zur Hochschule zu erlangen. Und Zugangsbeschränkungen führen leider vermehrt dazu, dass gerade Kinder aus Akademikerinnenhaushalten einen Vorteil haben und Kinder aus Nicht-Akademikerinnenfamilien einfach einen Stein vor die Füße geworfen bekommen. Und diesen Stein wollen wir am liebsten eigentlich aus dem Weg räumen. Und nicht nur das, eine offene Hochschule sollte wirklich für alle da sein. Auch für Berufstätige, für ältere Studierende und für die Vielfalt an Unis, die einfach jetzt schon da ist und die wir noch weiter ausbauen wollen. Und wir haben das auch vehement letztes Jahr dargestellt, wie wir uns gegen das Universitätsgesetz auch ausgesprochen haben. Aber die Hochschulen stehen auch vor anderen Herausforderungen. Studierende haben wenig soziale Kontakte, haben vielleicht gar keinen Kontakt zu anderen Studienkolleginnen und Kollegen knüpfen können, weil sie frische Studis sind und eigentlich de facto fast nie auf der Hochschule waren. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön, nicht an die Bundesregierung, sondern an die österreichische Hochschülerinnenschaft auf jeden Fall aussprechen, weil sie waren die, die auch letzte Woche wieder einen Corona-Härtefonds beschlossen und aufgesetzt haben. Sie haben eine Helpline aufgesetzt, die anonym und kostenlose Hilfe einfach auch anbietet und vieles, vieles mehr. Und ich glaube, die ÖH hat wahnsinnig viel abgefedert bzw. versucht abzufedern, was einfach seitens des Ministeriums in den letzten 2 Jahren so in diesem Ausmaß leider nicht gestemmt wurde. Und wäre der Bildungsminister heute da, würde ich ihm auch noch ein zweites Thema mitgeben. Schülerinnen, Lehrerinnen und Eltern haben wahnsinnig große Angst aktuell. Sie sind verunsichert. Und ich glaube, wir müssen wirklich alle an einem Strang ziehen. Die Durchseuchung darf an Österreichs Schulen nicht einfach so durchrauschen. Wir müssen da wirklich vehement dagegen auftreten. Und vor allem die PCR-Tests funktionieren leider außerhalb von Wien wirklich überhaupt nicht. Und da ist vor allem auch das Ministerium schuld, das wirklich einer Bietergemeinschaft scheinbar den Auftrag gegeben hat, die das einfach nicht auf die Reihe bringen.